Sieht mich schon jemand? Hallo, hier ist wieder die Iris von Unique by Iris. Ich bin die Iris Riedel, bin 53 Jahre alt, bin seit einem Jahr Repräsentantin für Unique Kosmetik. Macht mir sehr viel Spaß. Die Kosmetik ist auch super gut. Und heute will ich euch September Monatsangebot zeige: Flawless for Eyes. Das beinhaltet Pinsel und also eine Epic Mascara, wählbar zwischen wasserfest, normal und braun. Gibt es auch ganz neu braun. Habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil, ja, weil ich meine Wimpern lieber schwarz habe. Dann ist dabei ein Kajalstift. Könnt ihr zwischen, ich glaube, 32 Farben oder so wählen. Und ein Pinsel. Ist auch wählbar zwischen zwei. Das ist so einer, der hat, hier ist glatt und da ist ein Winkel. Und es gibt da noch einen anderen, der hat, ich glaube, anstatt den Winkel hat er dieses. Und das habe ich ja schon vom Augenbrauenstift. Deswegen habe ich mir diesen Pinsel ausgewählt. Und jetzt kommt die Augenbrauenpalette. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Ich habe das, glaube ich, auch schon oft gesagt, dass praktisch meine Augenbraue halt nicht, habe ich nie so zupft. Ich war immer Audrey Hepburn-Fan und die hat breite Augenbraue. Aber ihr werdet sehen. Seht ihr? Also mit Spiegel habe ich dort Folie schon runter. Ja. Hier ist nummeriert 1, 2. 3, 4, das sind Highlighter, zeige ich euch ja jetzt alles gleich. Das sind die Farben und das ist ein Wachs oder ein Gel, wo die fixiert, was ich auch ganz gut finde. So, meine Lieben. Fliegt was um? Nein. BB-Creme habe ich schon auftrage. Ist einfach mein Lieblings-Must-Have, habe ich euch übrigens erzählt. Ich habe 2 BB-Cremes gewonnen, weil ich auf Instagram ein Video gemacht habe, um die zu bewerben. Und da war so ein Wettbewerb unter uns Repräsentantinnen und dann habe ich auch was gewonnen. So, also wie gesagt, Augenprimer habe ich auch schon dran. Ich will heute auch gar nicht so viel Schminke, dass es nicht so lang dauert. Erstmal die Haare weg. Aufpasse, dass meine Ohrringe nicht beschädigt. Wenn jemand guckt zufällig, dann bitte Hallo sage und ihr wisst ja, ihr dürft es teilen, liken natürlich und alles. So, ich habe mir heute nach meiner Kleidung, habe ich mir gedacht, jetzt könnt ihr mal sehen, ey, meine Lidschattenpalette, nehme ich Fancy. Ich will euch nicht so lange aufhalten. Als Lidstrich, als Mischung zwischen Polar und Presumptuous 2. Oder meint ihr das Augenbrauen vorher? Nein, ich mache jetzt erstmal. Seht ihr, den Lidschatten kann ich so weg, weil der ist magnetisch. Das finde ich total gut. So, jetzt fangen wir mal an und die Augenbraue machen wir nachher. Gestern habe ich ein bisschen viel erwischt. Ich übe ja halt noch. Ich bin halt keine professionelle Make-up-Artistin. Und dann war es ein bisschen wie beim Weigel. Weigelbrauen hat man früher aus Spaß gesagt. So. Also ihr spart 30% bei diesem Angebot. Ich denke, Epic kostet schon 26,16 Euro, kostet der Kajalstift, die Augenbrauenpalette, glaube ich, 42. Und zusammen kostet das, muss ich schon die 73 Euro. Und ihr habt noch den Pinsel. Und der eine Pinsel, der ist gar nicht zum Verkauf, der mit diesem Spoolie irgendwas heißt. Mit diesem hier. Der ist nur für dieses Angebot. Ach, und dann wollte ich euch noch was sagen.
Geht mal auf meine Webseite, der Link ist ja auf meiner Facebook-Seite, meiner Business-Page. Und da ist eine Rubrik bei Jetzt einkaufen, die heißt Steals and Deals. Und da sind Angebote drin. Ich tue es erst heute Nachmittag. Meine Grafik, wo ich dazu gemacht habe, was alles billiger ist. Aber wen es interessiert, der kann jetzt schon gucken. Also tolle Sachen dabei. Die Beachfront-Kollektion wird eingestellt. Natürlich habe ich schon wieder vergessen, meine Wimpern zu biegen. Ah, hier habe ich einen Pickel. Egal. Dann Splash Lippenstift, also die Hälfte. Normal kostet der, glaube ich, 28 oder 26 Euro. Und jetzt für 15 irgendwie. Also ich habe die Preise jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ihr könnt ja schauen. Macht es ruhig auch mal. Den Katalog angucke. Im Katalog. Guck, guck. Im Katalog diese Modelle, das sind alles Repräsentantinnen. Vielleicht machen sie mal einen Seniorenkatalog. Da kann ich vielleicht auch drin sein. Hätte ich auch eine Chance. Wie immer, ein weißer Kajal. Das Auge mehr zu öffnen. Also aber das Steals and Deals, müsst ihr echt gucken, das sind Farbe, die auslaufen. Ja genau, Splurge, Creme-Lidschatten. So sieht er aus. Dieser zum Beispiel, nee, dieser nicht, was ist das? Hopeful, der glaubt nicht. Aber so sieht der Creme-Lidschatten aus. Ich glaube, der ist 30%. Dann Make-up, Creme-Make-up, verschiedene. Also wirklich ein tolles Schnäppchen. So, ich habe mir beim Angebot mal diesen Kajal mitgenommen, den nehme ich aber heute nicht. Der ist braun. Prim heißt der. Die Kajalstifte sind wirklich total klasse. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich kenne das, dass man da immer so nass macht. Gut, bei Yonic ist ja egal, weil da sind keine schädlichen Stoffe drin. Aber das brauchen wir hier gar nicht. Die sind so super weich. Wie ich ja schon oft gesagt habe, ist Polar mein Lieblings. Der ist ausgelaufen. Impressionismus. Und ich mache heute so ein bisschen eine Mischung. Habt ihr gesehen, wie stark pigmentiert der Lidschatten ist? Das ging nur jetzt ruckzuck, nicht lang, ewig, Pinsel, Pinsel. Weil wir wollen ja nicht eine Stunde lang verbringen. Und vormittags ist einfach für mich am besten, Video zu machen, weil mein Pubertät Tier namens David, mein pubertierender Sohn, tut dann nicht das WLAN abzapfen mit seinen Spielen. Anzapfen, abzapfen. Ich habe meinen Laptop hinter mir stehen, weil ich dachte, ich bräuchte einen mobilen Hotspot. Aber war nicht nötig. Ich hoffe jetzt bloß, dass WLAN nicht zusammenkracht. Seht ihr, das ist jetzt mit Polar. Und jetzt versuche ich mit Presumptus, das ist auch so blau-grün. Ich hoffe, dass das Licht gut ist. Eng. Hallo. So. Okay. Jetzt mache ich mit dem noch ein bisschen so rum, dass es so grünlich auch ein bisschen wird. Ich mache jetzt erst die Augen fertig. Also ich habe da Augenprimer drunter gemacht. Auch Gesichtsprimer. Ist da, ich habe am Anfang auch gedacht, was? Primer? Also brauchen wir das alles, das Zeug. Aber brauchen wir schon. Ist schon immens wichtig, um die Fältchen zu verdecken. Das ist einfach, du machst dein Gesicht dann wie Leinwand. Klar, sieht man hier die Falte, ich bin 53. Aber das wirkt dann viel klarer. So, jetzt habt ihr ja auch eine Wimperntusche dabei. Moment, paar Reparaturarbeiten.
Ich mache mein Make-up gern nach der Klamotte. Muss man nicht, ist mir auch klar, aber ich finde es eigentlich sehr gut. Wenn irgendjemand zuguckt, kann der mal Hallo sagen. Also das ist die wasserfeste, die hat so Ecke im Deckel. Macht die Wimpern, bin total begeistert, macht noch längere Wimpern wie die andere Epic. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe so einen Wassertest gemacht. Die normale Epic, okay, ja, die war verschmiert, aber die hier ist der Knaller. Ich bin übrigens auch in dem Epic Prestige-Programm heißt es, glaube ich. Da kann man ankreuzen, in was für einem Abstand. Also es geht darum, dass man nie mehr ohne Wimperntusche ist zu Hause. Da kriegt man die geliefert ohne Versandkosten. Ich habe 90 Tage ankreuzt, das sind 3 Monate. Wenn ihr sie jeden Tag benutzt, hält sie 3 Monate. Man soll übrigens alle 3 Monate sein Mascara austauschen. Ich weiß, dass das, wie ich früher schon gehört habe, dachte, nee, jetzt habe ich aber schockierende Bilder gesehen von Frauen, die sich infiziert haben an kaputter Mascara. Da halt auch Bakterien so nahe kommen. Also kurz und gut, alle 3 Monate kriege ich die geliefert, Versandkosten frei, immer Produktproben. Also wer da Lust hat, nicht, da muss man halt nicht mehr nachdenken. Und kriegt sie so geliefert. Aufpasse, dass man nichts verschmiert. Ich habe extra ein Video anguckt zu dieser Augenpalette. Und also die Frau, die das Video gemacht hat, war Repräsentantin aus Amerika. Wir kriegen auch umsonst immer so Schulungsvideos und so. Die hat praktisch hier Augenbrauen gehabt und der Rest ist nicht mehr gewachsen. Weil sie das in ihrer Jugend immer abzupft hat, wisst ihr noch, das war damals bekannt in den 70er, so ein Strich. Und also diese Augebraupalette ist ein ganz tolles Tool, um das hinzumalen. Hätte ich nicht gedacht, aber. Und es macht einen tierischen Unterschied, ob du Augebraue hast oder nicht. So. Noch schön so mit dem Wimpernreiche durch. Und trocknen lassen vor allem, bevor man irgendwie eine nächste Schicht. Muss man das erstmal trocknen lassen. War mal eigentlich vorhin stehen bliebe, ja genau, wenn mein Sohn da am WLAN PS4 und was weiß ich, was alles spielt, kann sein, dass hier im Schlafzimmer kein WLAN mehr verfügbar ist, weil es abzapft ist. Und deswegen ist es am besten, wenn ich das vormittags mache, wenn ich alleine zu Hause bin. Nur mit den Tieren. Wollte heute mit meinem Kater zum Tierarzt impfen. Mit dem schwarz-weißen Felix. Nicht aufgetaucht, Termin abgesagt. Naja, kann passieren. Hoffe ich bloß bei meinem nächsten Termin, muss ich ihn abends einsperren. So. Also schon ein Unterschied, seht ihr das? Lang. Ich kann trotz meiner Schlupflieder meine Wimpern sehen. So, jetzt. Also, jetzt geht's los. Das ist die Dark Brunette. Moonstruck Brow Obsession Palette.
Dark Brunette Black, weil ja wirklich hier schwarz ist. So, mein Pinsel habe ich vorhin extra gewaschen. Der hat hier also eine ganz gerade Seite und eine mit Winkel abgeschrägt. So, hier sind die Sachen jetzt bezeichnet. Also 1, 2, 3, 4. Und das ist das Wachs, das ist fixiert. So. Und angefangen hat die Lady, und so mache ich das auch. Ich nehme jetzt mal das Dunklere, das hat gestern, habe ich das Gefühl gehabt. Also nur ein bisschen. Zack, zack. Immer ganz vorsichtig bei Unique-Produkte. Die sind so stark pigmentiert und man nimmt dann zu viel. Man braucht ganz wenig auch vom Make-up und so. Und ich habe es auch lieber, dass man Produkt erst, also dass man leicht anfängt und dann baut man es auf. Ah, das habe ich vergessen jetzt vorhin. Hoffe jetzt, das geht so. Also, wo die Augenbraue, meine muss ich hier immer zupfen, sonst wachsen die zusammen. Hier kann man sich einen Strich machen und so, wo sie aufhört. Mache ich jetzt mal kurz, nur ein kleines. Gut, bei mir ist das schwierig. Wie gesagt, das kann man nachher wieder weg. Könnte man da ein bisschen verlängern. Bei mir ist es nicht schwierig, aber ich wollte es euch trotzdem sagen. Seht ihr, hier sind so Lücke. Also fällt Augenbraue aus, wenn man in der Wechsel. Ich war schon in der Wechseljahre, aber vielleicht fällt Augenbraue da auch raus. So, das kann man nachher entfernen. Seht ihr, da ganz kleines Strichle. So. Und jetzt hat die gesagt, jetzt macht man sich hier oben eine Linie und hier unten. Aber nicht eine durchzogene Linie, sondern stricheln. Achtung, also. Leicht stricheln, weil es dann natürlicher aussieht. Leute, ich hoffe. Oh Gott, da habe ich noch goldene Maske in der Augenbraue. Oh nee, ey, wie peinlich. Entschuldigung. So hoch, jetzt mal die Palette wieder zuklappt. Also. Nur Tipps, Tipps, seht ihr hier oben. Kleine Pinselstriche. Ja, ich habe schon so dicke Augenbrauen. Können das erahnen? Okay. Ah, man soll mit der Braue. Nee, nicht man soll. Das war ein persönlicher Vorschlag. Die fängt immer an mit der Braue, die mehr Schwierigkeiten macht. Augenbrauen sind niemals Zwillinge, aber Schwestern. Also keine Twins, aber Sisters. Niemand hat Gesicht, das total symmetrisch ist. Und oft seht ihr ja die Augenbraue und die sind auch unterschiedlich. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Weiter stricheln. Jetzt weiter oben. Das habe ich gestern zu weit raus gemacht und dachte, um Gottes Willen, wie sehr da ich tupfe das. So, jetzt muss ich mir aber gleich mal ein Wattepad für nachher die Striche weg. So, jetzt habe ich praktisch das eingerahmt und hier seht ihr eine Lücke. Das war falsch. Hallo, wenn irgendjemand hier ist, könnt ihr mir Hallo sagen oder Herz schicken. Okay, also. Jetzt haben wir das mit Striche. Schön. Wo die Lücke sind. Praktisch.
habe auch so lange Augenbraue, Haare, aber weiß nicht, kann man die abrasieren oder seht ihr, die sind irgendwie so, muss echt aufpassen, weil will ja nicht aussehen wie so ein, also weiß ich, ey, wie so ein Honk mit riesen Augenbrauen. Nee, da ist schon dichter. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gar nicht viel rausgeholt. Habe ich echt so dicke Augenbraue? Okay. Naja, jetzt ist ja modern. So, hier. Zweite wieder. Mach schon weiter inne. Zupft. Also auch überhaupt die ganze Kosmetik, ich würde sie nicht verkaufen, wenn ich sie nicht toll finde. Ich lerne auch so viele Tricks. Macht mir auch tierisch Spaß. Seht doch mal da, sie ist ein bisschen dünn gewesen. Das habe ich jetzt so ein bisschen dünn gemalt. Riesenbrauen, okay. Nein, aber ich wollte es einfach mal. Und es kann ja sein, ich krieg noch mehr kahle Stelle. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Die hat gemeint, es würde sich empfehlen, die Pinsel immer ziemlich hinten zu halten, weil wenn man sie vorne hält, dann presst man das so rein. Und wenn es einem dann zu viel ist, ist das blöd. Also lieber so ganz leicht. Habe ich nicht gemacht, egal. Ja, weil ist wie im Hebelarm, ihr merkt, kann nicht, wenn das so leicht ist. Habe ich natürlich vergessen. Egal. Bin halt immer noch sehr aufgeregt. So ein Video machen. Also ich tue nur die Lücke auffüllen und habe schon Augenbraue wie von der Schlümpfe, der Gargamel. Heißt der so? Jetzt machen wir das mal mit dem. Tja, so sehen sie halt. Also das ist vom Augenbraustift, aber wenn ihr den anderen Pinsel euch nehmt, habt ihr sowas. Ich habe das halt nicht gemacht, weil ich denkt hab. So, okay. So, jetzt mache ich meine Striche wieder weg. So sieht's aus. Irgendwie muss ich lachen, irgendwie kommt mir das. Okay, wir sind aber noch nicht fertig. Mädels, dranbleiben. So, jetzt hätte man ja eins und zwei. Ne? So, und jetzt hätte man das und das als Highlighter. Sieht man das? Das glitzert ein bisschen. Und das ist mehr so rosa. Zum Beispiel habe ich auch schon gehört, wenn man da so einen weißen Strich macht, das wird die Braue gut hervorhebe mit dem Sculpting-Stick vielleicht. Warte mal, das mache ich mal. Light. Mit dieser helle Seite. Verzwirbel ich da.
glaube, das war jetzt eine bescheuerte Idee, aber. So, dann nehme ich jetzt einen anderen Pinsel. So ein. Ich nehme das helle. Das hat zwar einen Glitzerglanz. Sieht man, gell, oder? Jetzt klappt es mir die Palette immer zu. Vielleicht ist das auch der falsche Pinsel. Naja, probieren wir es mal. Nee, geht gut. Kleinere. Die ist ein bisschen kleiner. Also ich mache jetzt das Glitzernde oder ja. Ah, der geht besser. Das stinkt mir halt, der wird echt Augenlid straffen machen. So, das bisschen so verwische. So, jetzt hätten wir gehighlightet. Jetzt kommt das Wachs. Tja, da bin ich mal, da mache ich dann jetzt den Pinsel. Ja, mich jetzt mal diesen Pinsel. Und das Wachs ist auch farbig. Also passend. Die Palette gibt es in Blond, in Brünett und Dark Brünett. Also die hat auch gesagt, nicht so viel Wachs. Das jetzt hier drauf, sieht man nicht. Ist wie so Wachs oder Gel. Auf jeden Fall natürlich. Kann mich da gar nicht dran gewöhnen. Okay, hier ist noch so eine Leerstelle, gell? Andere Seite vom Pinsel. Echt Augenbrauen, Mann. Aber wie heißt das Model? Die auch so buschige Augenbrauen hat. So. Cara Delevingne. Ist halt so. Okay. Okay, das war's schon. Ihr habt ja zuguckt. So ist es halt. Aber ich habe gelesen, es macht jünger. So, heute wollte ich auch keine auffällige Liebeschrift, weil das finde ich schon auffällig genug. Also nehmen wir mal Moodstruck Crush Lip Powder Contrite. So. Das ist ein rosa. Weißt du was? Vielleicht könnten wir mal den Lippe-Peeling machen. Machen wir jetzt erstmal den Lippe-Peeling. Diesen Peelingstift habe ich schon ewig, ist mein erster. Ja, neulich war ich total überrascht, habe ich gesehen, wie lange ich schon meinen Primer habe. Ich zeige gleich mal schön, das ist unglaublich. Also der Gesichtsprimer, und ich mache fast jeden Tag BB-Creme und mache den Primer ein Jahr und ist immer noch nicht leer. Also, die Produkte sind schon etwas teurer. Ah ja, jetzt, aha, so als Drogerie Kosmetik. Aber du brauchst auch viel weniger und sind High-End-Produkte. Ich will demnächst ein Video über Gesichtspflege machen und die begeistert mich richtig. Also,
Ich habe noch nie so tolle Haut gehabt wie mit 53. Ist traurig, aber wahr. Und es wirkt. Es wirkt einfach. So, jetzt habe ich jetzt den schon raus. So. Also irgendwie sitzt du am Telefon, aber ich so oder ich verschmäler die. So, Punchy. Lip Liner. So umrandet. Jetzt der tolle Lippenpuder, habe ich euch ja jetzt schon öfters gezeigt, aber trotzdem ein Puder. Jetzt staubt es natürlich nicht. Ey. Entschuldigung, das war mein Magen. Ich mache bei alle Produkte erstmal auch Wimperntusche und so erstmal abstreife. Jetzt kann man das mit dem Applikator super auftragen. Und das wird zu Creme. Geht ruhig mal auf meine Seite, Webseite und guckt. Müsst ihr nicht gleich was kaufen oder gar nicht. Ihr könnt nur gucken und dann wieder raus. Also ich finde, das ist ein ganz toller, neutraler Rosaton. So. Mal alles. Bisschen dicker. So. Jetzt nehmen wir aber noch Setting Spray. Also das ist ich auch noch mal, das ist auch ein Jahr alt. Das benutze ich. So, jetzt Augen zu. Nicht erschrecke. Wieder richtig nass, aber das hält richtig. So, sehen meine Haare wahrscheinlich aus wie Blödi. Zeige ich euch noch mal das Make-up mit der Brille auch. Auch die Augenbraue. Naja, muss ich mich halt frisch kämmen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr guckt beim nächsten Mal wieder zu und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also, bis dann, war Iris Riedel von Unique by Iris. Tschüss.